Hallo zusammen, ich bin Janji und so viel mir das ist, ist das mein erstes kleines Game-Video. Das wird auch nicht gerade mega lang. Das ist mal so zum Testen ein bisschen. Wir spielen übrigens Arena of Valor. Unsere Kriegs. Ich bin ein grosser Kriegs-Fan, also. Mein Cosplay ist schon ein Krieg sie von dem her, ich darf. ja, was gibt es dazu zu sagen? Es ist ein bisschen wie LOL vom Ding her. Vom Spiel Geschehen her ist eigentlich wirklich ein LOL. Ja. Das ist jetzt wirklich ein kleines Projekt von mir, das ich da vielleicht auch 2, 3 Tage mal mache. Einfach ein bisschen, um den Kanal ein bisschen aufzubauen. Später, ich habe ja noch einen Eltern für Eltern Kanal, also einen kleinen Blog über Kinder, über mein Leben mit meiner Tochter. Und das ganze Zeug. Und Und jetzt quatsch mich nicht gegen dazwischen. Ui, ist es laut. Kann ich da irgendwo Steuerung? Ein bisschen leisiger. So. Ja, Vibrationszeug. Vom Ding her, aber wenn ich nachher eventuell noch andere Spiele aufnehmen, ein bisschen nicht so gewalttätige. dass ich das nachher eben auf dem anderen Kanal kann auf tun noch für Kinder. Oder vielleicht auch hier, ich weiß es noch nicht so genau. Ich weiß auch nicht, auf welchem Kanal das ist, lade. Also Eltern für Eltern oder mein ganz normaler Kanal, wo ich schon immer berufen bin. Das sehe ich aus, der wirklich noch. Also, das ist Bestand für Zukunft. Was sicher ist, ist da unten die Kommentarliste, da, wo das Wissen viel herzeigt. Die, wie die, das ist mir jetzt gerade im letzten Spiel sehr stark aufgefallen, die wie die zensieren. Irgendwie, wenn möglich. Wenn ich es nicht vergesse. also es ist wirklich vorwärts, je nach zu, grob und hergegangen, auch wenn es auf Englisch war. Es muss nicht sein, finde ich persönlich. Aber ich glaube, da scheint er wieder einfach die Mami sehr aus mir raus. Ja, was ist noch? Ich will eigentlich auf Schweizerdeutsch bleiben, für Anfang. Es ist für mich einfacher noch. Und wenn ich sehe, dass es halt auch Deutsche unter den Zuschauern hätte, kann ich mir sicher auch überlegen, auf Deutsch. Aber das ist auch noch etwas, was die Zukunft zeigen wird. Das, ja. Mal zu dem. Wie häufig die Videos kommen, kann ich nicht genau sagen. Sie kommen dann, wenn sie kommen, bald gesagt. Aber ich denke, so einisch, vielleicht zweimal, denke ich mal schon, wird es gehen, in Woche. Also, so zweimal in der Woche, denke ich, könnte ich auch ein Video schon irgendwie machen, weil ich spiele jetzt zum Beispiel die Zahl viel, also noch häufig, eigentlich einisch im Tag, so um die ganze, Tagespensum
Punkte aufzusammeln oder Tagesmünzen aufzusammeln. Bin ich jeden Tag heute online oder am meistens. Wenn das gut laufen, ich nehme auch sehr gerne Freundschaftsanfragen an. Ich bin mir aber gar nicht sicher, ob man nach Namen suchen kann oder ob man Einladungskarte braucht. Irgendwie. Da bin ich jetzt gar nicht so sicher. Ich weiß, es sind meine Facebook-Freunde drauf haben. Oder die, die Facebook haben. Sie die drauf haben, das weiß ich jetzt gut. Aber die habe ich ja nicht mehr einladen, die habe ich ja eigentlich meistens automatisch schon in der Liste in. Ja. Das ist ja so das. Ich hoffe jetzt mal, dass jetzt eben zum Beispiel meine Tochter erwacht, was auch mal passieren kann, dass auch nicht gerade der Teufel an die Wange mal oder so, sondern auch einfach die Geduld haben. Und je nachdem habe ich mir auch so schon überlegt, ob ich dann einfach wie eine zweite Aufnahme machen will. Also das rausschneiden und einfach das zweite Spiel machen, wenn sie wieder schläft. Das ist eine Möglichkeit, eigentlich nicht das Ziel. Aber mit Kind rechnet man halt irgendwie einfach mit allem. Und ich denke, das ist auch, sollte kein Problem sein eigentlich. renn doch gang. Adieu. Vom Spielablauf her, ich nehme gerne Tipps entgegen, das ist es überhaupt nicht. Oder auch keine Kritik, aber Konstruktivität, Kritik und Tipps, also so von wegen do XY, also einfach ohne Beschimpfungen im anständigen Ton. Für mich jetzt sehr wichtig. Und ja, das ist eigentlich so gewesen. Was denn nicht mir zeigt, ist, dass ich auf die Karte muss schauen muss. Das mache ich automatisch. das ist irgendwie etwas, das mache ich so oder so auf die Karte schauen. Also, das ist nicht etwas, was man mir zeigt. Manchmal geht es ein bisschen unter. Also, ich schaue die Karte eigentlich schon fast permanent an. Aber manchmal geht es bei mir wie Hunger und keine Ahnung, ich habe irgendwie wie so ein Loch, wo ja, wo ich dann aufs Mal wie keine Ahnung habe, was habe ich jetzt eigentlich gesehen? Also, das mache ich überhaupt nicht absichtlich, dass ich manchmal einfach die Karten zu viel wie zu viel habe angeschaut und dann wirklich einfach das ein bisschen untergeht bei mir. Ja, aber es gibt sonst noch. Aber Anfragen sehr gern, immer wieder gern hier für das Spiel. Und tschüss. Ja, was ist noch? Aber da mit SMS und Zeug reinkommt, ich versuche dann das irgendwie noch abzustellen, sonst zensiere ich es halt einfach. Ist halt eine Hütte drauf. Aber eigentlich vor allem geht WhatsApp, auch die Hütte stillzulegen. Okay. Macht Golem. Dass ich das aufs Ignorieren tue. Ich habe da so gewisse Gruppen, aber ich weiss sicher viel unterwegs.
dass viel geschrieben wird. Dass das nicht, das hat mich vorher doch gerade auch ein bisschen genervt. Ja. Aber ich hoffe, dass, wenn es Kommentare gibt, irgendwann mal, dass sie anständig sind, dass man anständig untereinander tut. Auch untereinander eben wirklich finde ich sehr, sehr wichtig. Und sonst habe ich eigentlich das Hoffen, dass man das irgendwie herbekommt. Jetzt bin ich zu mutig gewesen. Ich habe auch vor noch, also ich habe einen Twitch-Kanal. Muss aber noch schauen, wie ich das auf dem Handy mache. Also wenn ich auf dem Handy aufnehme. Oder ob ich die Videos vom Handy aus auf den Kanal kann laden kann. Aber ich glaube, das geht eben nicht. Ich muss noch schauen. Also auf YouTube wird es sicher kommen. Ich weiß noch nicht, auf meinem Kanal, vom normalen auch gesagt, privater Kanal oder ob es auf dem Eltern für Eltern Schweiz Kanal wird kommen. Also das Video jetzt auch nicht, weil das ist nicht unbedingt hilfreich. Das ist ja kein Blog. Was ich mir aber auch schon überlegt habe, ist zum Beispiel für meinen Blog zum Beispiel Minecraft. Das klingt jetzt vielleicht komisch, aber bei Minecraft schnurrt es sich definitiv einfach am besten. Und ich denke, das kennt der eine oder der andere, wenn sie da wie sagt man, dass sie ein bisschen irgendwo rumspazieren, also im friedlichen Modus und einfach ein bisschen, ja. Ein bisschen erzählen, Häuschen bauen und ein bisschen erzählen. Aber ich kenne mich, wenn ich ehrlich bin, überhaupt nicht aus mit Minecraft auf dem Handy. Minecraft auf der Xbox, das ist für mich okay. Auf dem Handy bräuchte ich auch zuerst noch ein bisschen Übung, bevor ich da etwas machen kann. Oder auf dem Smartphone, heute ist ja heute heisst es ja nicht im Handy, heute ist es ja Smartphone. dass ich dort wie so einen Smalltalk mache, also so irgendwie so Minecraft Smalltalk oder irgendwie sonst etwas, würde mir jetzt auch noch irgendwie, würde ich jetzt auch noch cool finden irgendwie, auf eine Art und Weise. So, Tor, geh fort. So ein Smalltalk-mässig einfach. Ja, was halt so in einem Blog über für Eltern halt so passiert. Ich habe ja auch Schuschere so ein bisschen, also was ich sicher nicht möchte, darüber reden, ist Politik. Das ist überhaupt nicht, also nicht, dass es mein Thema ist, sondern ich finde, Politik ist etwas, wo, wie sagt man, ja, einfach, es gehört nicht dazu unbedingt. Klar, jetzt in der Schweiz ist ja zum Beispiel sehr, sehr lang da die 2 Wochen Vaterschaftsurlaub gsi, habe ich jetzt persönlich nicht gross weiterverfolgt. Hat zwar auch ein Schiff gegeben, da bin ich ehrlich, weil ich finde, ein Tag ist für einen Papi, ja, wenn die Geburt länger dauert als ein Tag, weil
Es heisst ja nicht, wenn es sobald weh einsetzt hat, dass es dann auch wirklich schon kommt. Also, ich kenne jemanden, die war 50 Stunden in der Wehe, gewesen, bis etwas gegangen ist. Also es ist wirklich, ja, ein schwieriges Thema. Und jetzt auch hier so eher SVP, FP, die Grünen und was es alles noch gibt. Das muss nicht, das muss sie eigentlich nicht unbedingt sein. Also, bin da nicht, wieso nicht, bin da nicht so dafür, dass man das muss machen. Kann man natürlich, aber eben. Für mich ist es wichtiger, dass es um das geht, was soll, eben um Kinder und um den Alltag mit den Kindern, dann auch, dass es kinderfreundlich bleibt. Also ich meine, das da ist ja jetzt nicht gerade unbedingt kinderfreundlich, wenn wir ehrlich sind. Vom Ding her, vom Thema her, also vom Spiel her. Aber eben, ich probiere wirklich noch irgendwie den. Ach, ist schon gewonnen. Ich probiere noch irgendwie. Themen, also eben jetzt so auf den Herbst, Bastelthemen aufzugreifen. Oder was auch immer, einfach so das Thema ist. Oder Ferien mit Kind. Das ist ja auch immer ein Thema, das gerne mal angegeben wird oder angegangen wird. Und ja, aber auch über Games. Also hier gerne mal über Games. Quatschen, das ist natürlich wichtig. dann mal alle ein Like von mir. Ja, einfach so ein bisschen überaus. Und gleich nichts. Wenn ich jetzt fast 20 Minuten geschnurrt, was ich da gerne machen würde und wie ich es gerne machen würde. Oder ja, und bin gleich auf Kriegerin 2 gekommen, richtig. Ja, das bin ich. Ja, ich denke, wenn wir hier gerne eine Anfrage schicken, ja, ist natürlich herzlich willkommen. Ist herzlich willkommen, darf sich gerne aber hier da, mein Name. Gilde ist schon voll. Das wird nichts. Aber schon, ich bin manchmal ein bisschen dafür, dass man die Leute, die schon offline sind, eigentlich endlich aus der Gruppe rausschmeißt, weil die sind mehr hinterlegt zur Zeit. Also, das ist wirklich, ja. Das ist vielleicht auch ein bisschen hart gesagt, aber es ist wirklich manchmal. Du schaffst ja den Geld eigentlich, für dass du mit den anderen Leuten Erfolg kannst erzielen und so. Und ich habe jetzt heute, also in den letzten paar Wochen, wo ich einfach eine Stunde online war, Ende Woche, meistens auf dem Freitag oder am Samstagmittag, dass ich halt wirklich gesehen habe, die meisten sind offline. Es gibt eben solche, die, wie ich, die einfach einmal am Tag einloggen, um die Sachen zu holen. Das ist völlig okay. Ich finde aber auch, eben, dass man vielleicht auch mal dafür einen Tag oder am Abend 3, 4 Spiele macht, dass man ein bisschen Punkte heimbringt. Weil wenn man das nicht macht, finde ich es einfach so für die anderen, die sich wirklich Mühe geben. Aber wir sind zur Zeit zu zweit, wo Punkte eingesammelt haben. Und das ist, ich bin mal in einer Gilde, die hat, da sind wir innerhalb 2, 3 Tage auf Level 8 gewesen. Also das sind grosse Spieler, viele Spieler gewesen. Da haben alle 35 Spieler haben da mitgemacht. Und das, bin ich ehrlich, vermisse ich hier ein bisschen. Also da ist der Gruppe, wie soll ich das sagen, der Gruppe, Gruppen leben nicht so. Ja, nicht so aktiv, und das finde ich halt sehr schade.
Entbelohnung, ja, habe ich noch nicht gemacht. Ja, aber wie gesagt, das wird sich auch was zeigen. Ich tue jetzt mal da das erste Video laden auf YouTube. Weil etwas wird, wird es. Wenn nicht, wird es nicht. Aber ich habe jetzt nicht das Gefühl, dass man da weiss nicht, wie viel schon muss machen und Zeugs und wir sind einfach noch sehr am Anfang. Und ja, aber es wird auf beiden Kanälen Videos geben. Also jetzt auf meinem normalen Account wird jetzt das aufgeladen vermutlich, wo es nicht kinderfreundlich ist. Und auf dem anderen wird es dann Quatsch-Talk-Runde-Spiele, wo ich jemandem erzähle, wie es so ist. Ja, etwas Ruhiges. Und dann sehe ich es dann, wenn ich es nicht vergesse, verlinke ich unten drinnen den anderen Kanal. Dort hat es jetzt, wenn ich das Video gerade aufnehme, noch kein Video drauf. Ich glaube, das wird auch noch nicht anders sein, wenn das Video da hier im anderen, auf diesem Kanal hier ist. Es wird wirklich vermutlich nicht so sein. Aber ich muss schauen. Ich schaue jetzt mal, welche Spiele könnte man hier brauchen. Aber vielleicht Minecraft zum Beispiel, das ist ja ziemlich kinderfreundlich, wenn man da Zombies und so rausnimmt. Aber schon, ja, so gibt es Schlimmeres. Das ist eben wirklich einfach etwas Einfaches. Und nachher dort ein bisschen dazu spielen, dann können die Kinder etwas schauen und die Eltern etwas zu hören. Oder umgekehrt. ja. Das kommt jetzt alles. Eben, ich habe jetzt wirklich ein mega Wirrwarr in meinem Gequatsch, das weiß ich. Das müssten wir auch nicht drüber schreiben. Das ist jetzt wirklich so wie man kann es anschauen wie ein Probevideo. Ja. Ich hoffe, dass es doch einigermaßen gut ankommt. Ich habe doch ein bisschen, das Gefühl gehabt, ich habe es lange aufgeschoben. Ich habe auch ehrlich gesagt ein paar Programme auf dem Handy, ein paar Apps auf dem Handy probiert. Und mit dem App, die ich jetzt hier mache, jetzt auch keine Werbung, ich nenne jetzt keinen Namen. Mit dem App hier habe ich bis jetzt eigentlich gute Erfahrungen gemacht. Was ich noch muss, ist vielleicht ein besseres Mikrofon, weil ich jetzt einfach auf einmal meine Kopfhörer habe zur Zeit. Vielleicht gibt es dann mal richtige mit einem schöneren Mikrofon, das dann vielleicht nicht so kräschelt und grusig tönt. Und sehen wir es dann. Wie gesagt, ihr dürft mir unten Tipps hineinschreiben und eure Meinung sowieso, solange sie konstruktiv ist, solange sie anständig ist. Also du kannst mir oder dir könnt mir alle sagen, ja, wir haben das Spiel nicht so gut gefunden. Dann weiss ich es. Ich werde es zwar auch gleich in der nächsten Zeit auch noch machen, bis ich etwas anderes gefunden habe. Aber es ist wirklich so, dass ich nachher wirklich einfach ein bisschen mal das aufladen, was ich habe und das drauf tue, was ich machen kann. Und dann sehe ich dann ein bisschen noch wie es weitergeht. Würde ich sagen, wünsche ich euch einen schönen Abend, einen schönen Morgen oder einen guten Tag, einen guten Mittag, wenn ihr das Video immer schaut. Und oder dann einen Magikristall gefunden, cool. Dann wünsche ich euch eine wunderschöne Zeit und bis zum nächsten Mal. Tschüss zusammen.